Hallo Freunde und willkommen im Finale der Playoffs. Wir treten hier heute gegen eine Elfenmannschaft an und es geht ja um nichts Geringeres als den Gewinn der Trophäe. Letztes Mal konnten wir gegen die Skaven ja nochmal punkten. Ich habe netterweise danach noch einige Tipps bekommen, wo ich mich noch verbessern muss. Das ist gut, denn das hilft mir halt dabei, mich zu verbessern. Und ich hoffe mal, ich werde ein paar davon umsetzen können. Wie gut das klappen wird, werden wir dann am Ende sehen. Mir wurde unter anderem gesagt, ich soll gefälligst nicht mehr so viel passen, denn das wäre nicht so gut für mich. War als Mensch nicht so gut. Und dann werden wir das nochmal ausprobieren, diesmal ein bisschen defensiver damit zu spielen. Was haben wir denn hier noch? Wir haben hier noch jemanden, den wir damit mit hinstellen können. Mal unsere schönen Leute mit Blocken nach vorne. Und dich auch noch. Dann dürft ihr beiden tauschen. Den haben wir hier noch, hat nur Abzug auf Rüstungswert. Herzlichen Glückwunsch. Hatten wir nicht irgendwo auch noch einen Angeschlagenen drin oder war das der? Nein, das scheint der gewesen zu sein. Dann belassen wir es einfach mal dabei. Und außerdem wurde ich dafür getadelt, dass ich dem 2 Bewegungspunkte mehr gegeben habe. Ich hätte dem besser Wurffähigkeiten geben sollen. Ich persönlich mag aber Attributsboni, denn die bekomme ich so selten. Deswegen bin ich da mal recht fix, wenn es darum geht, die zu nehmen. Ich hoffe aber, dass ich ihn auch noch dazu bringen werde, noch ein paar Fähigkeiten zu bekommen. Ein perfekter Anstoß. Ja, ich darf meine Spieler umsortieren. Da der Ball da landen wird, sehe ich da aber gar nicht so viel Grund zu. Weil so wie der Feind hier aufgestellt hat, bringt uns das glaube ich nicht so viel. Obwohl wir können. Nee, das bringt uns alles nichts, glaube ich. Das können wir nicht so stehen lassen. Bin ich ganz zufrieden mit. Und mal sehen, was er daraus macht. Musste schon auf seine Team-Captain-Fähigkeit zurückgreifen, um den Ball aufheben zu können. Tendenziell natürlich gut für uns. Und auch sehr schön für uns, dass sie nur 2 Wiederholungswürfe haben. Und da hat sich der erste von ihnen auf die Nase gelegt. Das ist auch gut. Ich glaube, ich sollte, wenn wir anstoßen, nicht mehr so viel Fänger einsetzen, wenn wir jetzt Feldspieler als Ersatz haben. Und wie machen wir das dort? Wer möchte denn da mal... Du hast Ballentreißen, Geschick, Sprinten, Block und Gewandtheit. Ich werde mit unserem Blitzer wohl kaum zu Boden bekommen. Und das Spiel hängt gerade ein bisschen. Oder fange ich irgendwo hier aufstehen? Kann ich nicht. Das heißt, da muss ich nicht drauf achten. Und da möchte ich eigentlich so nicht hinlaufen. Natürlich denkbar wäre, dass wir das... uns hier noch einen zweiten Spieler dazu. Wir haben ja sogar einen Blitz, oder? Ja, haben wir. Dann kann er hier blitzen. Oh. Er könnte da blitzen, wenn ich ihn vernünftig hingestellt hätte. Okay, das war vielleicht nicht so gut, aber versuchen wir das einfach trotzdem. Wir haben ja einen Wiederholungswürfel dafür. Und wir haben Blocken, aber es geht auch gut. Sehr schön. Dann zerschmetter den mal. Immerhin im K.O.-Bereich. Und dann haben wir hier nämlich 2 Würfel zur Verfügung. Und wir hauen auch den zu Boden. Und wir möchten da, glaube ich, auch hinterher. Sehr schön. Du darfst hier mal... Nein, das wiederholen wir nicht für dich dann. Und du bist dann jetzt natürlich in der Unterzahl, wenn der Ogre doof ist. Das ist schade. Du kannst doch sicherlich... Ja, kannst quasi fast... Ihr beiden seid Fänger und Fälsch und Fänger. Ich glaube, ich versuche einfach mal hier durchzusprinten, einfach nur, weil wir es können. Damit wir da jemanden drin haben. Und er hat es natürlich nicht hinbekommen, trotz Wiederholungswurf. Aber ich wüsste auch nicht, wie ich die anderen Spieler noch hätte viel bewegen wollen. Und da kommen natürlich welche durch. Und er legt sich hin, das gefällt mir. Sehr schön, wir können hier wieder aufstehen, das ist wichtig. Das vergesse ich sonst immer. Da hinten ist der Ball, da können wir tendenziell mit 2 Spielern schon mal gehen. Wobei ich nicht mit 2 Spielern komplett rübergehe, sondern einen hier hinterstelle, damit er uns beim Blocken hilft. Schubsen wir den immerhin weg. Besser als nichts.
Dann darf der Oger sich jetzt wieder versuchen. Ja, der wird jetzt nicht so viel Schaden richten, aber wir haben unseren Oger damit darüber und können unser Unterstützen nutzen. Und hauen den dort zu Boden, das ist schön. So, jetzt wollen wir mal sehen, wir hätten hier noch eine Blitzaktion. Den möchte ich hier nicht gerne behalten, damit er dort mit abfangen kann. Er soll vielleicht gleich auf die andere Seite rüber, aber mir auch nicht. Er soll hier bleiben, oder? Wobei der liegt noch mindestens etwas flach, weil er so viele Sterne hat. Das heißt, der muss da gar nicht. Das heißt, wir könnten uns tendenziell hinstellen und könnten hier draufklöppeln. Spieler, die hinten sind, einen reinzuwirken. Ja, und das ist doch mal ein super Ergebnis. Sehr schön, der geht damit auch ein bisschen zu Boden. Und wir lassen ihn dann da als Wächter stehen. Dann kann Ährchen als noch mit durchkommen, um uns dort drüben gegebenenfalls zu helfen. Aber nicht da. Lassen wir ihn einfach da durchlaufen. Und bei dir möchte ich gerade mal kurz nachsehen, was genau Tackle machte. Ja. Fünf Ausweichen nicht einsetzen. Und er hier hat, er hätte noch nicht mehr ausweichen. Das muss er sich, glaube ich, für seine Spieler mal extra holen. Das heißt, wir stellen den mit dahin, in der Hoffnung, dass er den abfängt. Und dann hoffen wir mal, dass wir da durchkommen. Er dürfte eigentlich noch nicht aufstehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Er rennt durch, ja. Er steht auch wieder auf. Macht aber nichts. Und da kommt jetzt der Ball wieder ins Spiel. Mal sehen, wie er sehr es schafft, sich den zuzubauen, oder zu verteidigen. Das schafft er scheinbar ganz gut. Da rennt wieder einer durch. So. Wir haben hier jemanden, der auf jeden Fall aufstehen möchte. Wir möchten hier, glaube ich, gleich zuhauen. Das würde mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und dann haben wir tendenziell eine Chance, den zu blitzen. Ich weiß, mir wurde letztes Mal gesagt, ich muss nicht jedes Mal gleich versuchen, den Ballträger zu blitzen. Also es wird auch reichen, wenn ich deren Karree zustelle, aber da das hier so weit offen ist, will ich das dann doch versuchen. Aber bevor ich damit anfange, möchten wir doch noch gucken, wen ich hier zur Verteidigung platzieren kann. Denn Sicherheit muss ja auch sein. Also er geht auf jeden Fall dahin, um sicherzustellen, dass hier gefangen werden kann. Er stellt das da sicher. Er kann hier hinter sogar draufhauen. Oder er kann, wobei das lohnt sich nicht, da er nicht genug Stärke hat. Und wir wollen ja gleich auf jeden Fall Leute hier ranbewegen. Aber das können wir noch nicht so gut, solange er hier noch steht. Das heißt, Oger, du versuchst das jetzt einfach mal. Und du schubst ihn weg. Gefällt mir das eigentlich nicht. Aber ich habe wenig andere Wahl. Und wenn wir ihn dahin schubsen, kriegen wir da kein Feld frei. Wenn wir ihn dahin schubsen, schon. Und du möchtest auch nachgehen, denn alles andere bringt uns nichts. Dann können wir hier durchgehen. Und wohin möchten wir dann durchgehen? Ich glaube, wir möchten sogar dahin durchgehen. Ja, sicher ist sicher. Er kann hier hinterher blitzen. Dafür müsstest du aber sicherstellen, dass er keinen Support bekommt. Und was machen wir mit dir? Für dich haben wir gerade echt gar nicht viel zu tun. Deswegen kannst du da eigentlich auch erstmal, wo wir können uns auch überlegen, den noch frei zu behalten. Er hat nicht genug Bewegungsreichweite, so stellen wir da auch einfach mal mit zu. Dann fangen wir hier an mit Blitzen, mit Blocken und schlagen uns hier die Bresche frei, damit wir da reinkommen. Und dann darfst du, ja, kann sogar aus der Richtung, möchte ich das auch. Nein, eigentlich möchte ich schon gerne von hier blitzen, damit wir ihn in die Richtung drängen können, wo mehr unserer Spieler sind und weniger von seinen. Das möchte ich wiederholen. Und ich habe Block eher nicht. Das geht immerhin der Ball runter. Der liegt jetzt zwar da und wir können uns nicht bewegen. Schade, das war nicht so schön, wie ich es gerne gehabt hätte. Dann darfst du hier einfach mal noch drauf prügeln.
Er fällt dahin. Nein, wir rücken nicht nach. Der ist am Boden. Er dürfte aber nächste Runde, glaube ich, aufstehen. Wenn er aufsteht, müsste er aber hier. Könnte er sprinten, dürfte dann aber nicht mehr. Könnte nicht aufstehen, fangen und dann sprinten. Deswegen geben wir uns dann einfach mal zufrieden. Ich sehe gerade, dass hier noch ein Fänger steht. Und das ist natürlich nicht gut. Deswegen stellen wir da jemanden davor. Dann hoffe ich einfach mal. Ja, den können wir. Der darf leider auch aufstehen. Da haben wir niemanden, der es verteidigt. Hoffen wir mal, dass es so gut geht. Und er sprintet natürlich schon nach hinten. Da stehen sie wieder auf. Er sprintet da raus. Sprintet nach vorne. Das finde ich immer sehr strange, wenn sie das machen. Da wird geblockt gegen Devian, den Trinker. Er möchte natürlich nur zurückgeschubst werden. Er nimmt den Ball, ja, so etwas hatte ich befürchtet. Was macht er daraus? Er bleibt da stehen. Sehr schön. Damit binden wir den Ball auf jeden Fall in seiner Hälfte erstmal. Wollen wir mal schauen, was wir dann nächste Runde daraus machen können. Hier wird sich natürlich wieder bewegt, das war klar. Und da blitzt sogar einer. Oho. Und geht dabei zu Boden und wird auch ausgeschaltet. Das gefällt mir, das haut im Spieler aus dem Feld, was uns hier auf jeden Fall gut für uns ist. So. Du bist zwar eigentlich ein Fänger und wirst dabei vorne gebraucht, aber hier wird auf jeden Fall weiter verteidigt. Dich könnten wir vielleicht oben gebrauchen. Du wirst da wohl nicht so viel rankommen, also darfst du hier weiter verteidigen. Und hier gucken wir mal, wir könnten den ziemlich sicher wieder blitzen. Wir können uns auf ein paar Stellen, der kann geschlagen werden, den können wir schlagen. Da können wir dort durchkommen. Ja, ich glaube, das machen wir. Geht auf jeden Fall zu Boden. Bringt uns dann ja ran. Dann kann er sogar noch praktisch werden. Hier gucken wir mal, wer von euch hat Blocken. Du hast Blocken und Rüstungswert. Dann nehmen wir dich. Und ich gebe mich damit mal zufrieden. Ja, möchten wir nachrücken? Denn dann haben wir hier zwei Feldspieler zur Auswahl. Du gehst dahin. Du kannst dort blocken. Der kann hier gleich nochmal blocken. Er kann da noch blocken. Das möchte ich aber erstmal, nachdem wir hier den Block gemacht haben. Und zwar möchtest du gerne von hier oben blocken. Damit wäre ich, glaube ich, ganz zufrieden. Hat ausweichen, aber wir können ihn auf der Stelle zu Boden hauen. Das ist gut. Dann kannst du dir gleich den Ball schnappen und durchsprinten. Versuchen, das machen wir aber als letztes. Denn das geht am ehesten schief. Wir machen hier erstmal den. Und hauen seinen Spieler runter. Möchte noch hinterher. Du darfst dich hier dran versuchen, Ogerchen. Du kannst immer zurückdrängen, ja. Möchten wir auch hinterher, falls der da aufsteht. Und wir haben da zustehen, wir haben da zustehen. Dann darfst du mal hier hin. Und wir versuchen zu zweit wieder den zu verprügeln. Blocken haben wir beide. Er hat kein Ausweichen. Er müsste also zu Boden gehen. Darf sich aber aussuchen, wo. Aber er geht raus. Das ist gut. Denn das war, glaube ich, sein Stufe 4 Spieler, der mächtigste von denen. Und jetzt erstmal ein bisschen verschont bleibt hier. Drei Leute liegen da schon, klingelt der Kopf. So. Dann wollen wir uns mal hinstellen. Und hier versuchen den Spaß. Du bist sprintsicher. Du solltest das also schaffen können. Wenn er den Ball bekommt, er bekommt den Ball. Sehr schön. Und ja, Touchdown. Im entscheidenden Spiel schon mal die Führung übernommen, während der Feind den Empfang hatte. Also wir konnten ihn den Ball abnehmen. Das finde ich sehr gut. Das ist auf jeden Fall ein guter Start ins Match und ich hoffe, ich habe mich auch ein bisschen an die Tipps gehalten, wobei ich ja eigentlich schon recht schnell vorgegangen bin, weil sich so viele Möglichkeiten boten, fand ich zumindest. Ja, gucken wir uns jetzt mal ein bisschen das Feiern hier an. Gucken wir es uns nicht an, dann können wir schneller weiterspielen. Ich bin gerade motiviert. Ich überlege, wie ich das mit der Aufstellung mache. Ich glaube, ich möchte diesmal versuchen, ein bisschen defensiver zu sein. Deswegen ich mir hier meine Fänger durch Feldspieler ersetze.
Und ihr dürft hier nach vorne, Blitzer. Dann haben wir, können wir zwar nicht nochmal punkten, brauchen wir aber auch nicht. Und wir versuchen damit eher defensiv zu sein. Mal sehen, ob ich das hinbekomme. Wie wir alle wissen, ist defensiv nicht unbedingt meine Stärke. Hoher Anstoß, ja. Der Ball landet ganz da hinten. Das ist prinzipiell erstmal nett. Und er nimmt ihn auch noch nicht auf. Das ist noch besser. Dann ist er nämlich, hat er einen Spieler weit ab vom Schlag mit dem Ball und muss ihn auch noch aufnehmen. Und macht das auch noch so. Kann ihn zwar aufnehmen, bleibt damit aber am Arsch der Welt stehen erstmal. Wie man sieht, kommt ein Feld weiter. Herzlichen Glückwunsch. Er blitzt. Haut man einen Blitzer aber nicht aus den Socken. Und der erste kommt schon durch. Vielleicht hätte ich doch die Blitzer außen stehen lassen sollen, um dort Tackle als Vorteil zu haben. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Und hätte da keiner dran vorbeisprinten können. War nicht so gut. Da kommt er auch schon durch. Da wird geblockt. Da geht auch einer zu Boden. Wir haben jetzt seine fünfte Runde. Also so lange müssen wir das gar nicht mehr abhalten. Und da versucht er sich am Oger. Das finde ich jetzt nicht so erschreckend. So. Noch mal wieder oben stehen. Einer konnte. Na, es ist gar keiner zu Boden gegangen. Das ist schön. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich möchte auf jeden Fall Leute zum Abblocken hier stehen, aber zum Abfangen hier stehen haben. Und dich möchte ich unter Umständen sogar wegblitzen. Glaube ich. Wen nehmen wir dafür? Was haben wir dafür? Ja, doch, wir holen uns mal hier einen raus. Nehmen unseren Werfer hier als Unterstützung. Und dann blitzt du den hier einfach mal eiskalt. Geht auch wohl zu Boden. Finde ich gut. Schieben wir ihn mal langsam Richtung Zuschauer. Und können dann sogar noch einen davor gehen, um zweifelsfrei besser abfangen zu können. So. Du könntest hier maximal hingehen. Dich überlege ich nämlich gerade, ob wir dich dahin stellen. Und können Spieler, die außen rumgehen wollen, haben dann zumindest nicht so einfach. Weil er dann hier Tackle blockiert, dann sind wir hier, sehe ich das dann nicht so schlimm, dass wir hier alles offen lassen. Und dann fangen wir uns an, durch die Reihe durchzukeilen. Möchten wir auch nachrücken, ja. Dann habe ich hier im Zweifelsfall wieder einen Spieler, den ich da hinziehen kann. Ja, bin ich ganz zufrieden mit. Und du darfst hier mal draufhauen, Ogerchen. Na, okay, du haust da nicht drauf, das ist schade. Denn dann fehlt uns da etwas Unterstützung. Und dich möchten wir da haben, dann haben wir nämlich außen die Tackle-Reihe stehen. Und wir machen es hier, glaube ich. Ja, wir machen das so. Dass wir den hier hinholen, dann kann er mit etwas Unterstützung da draufhauen. Und möchte er nachrücken? Nein, möchte er nicht. Ich hätte ihn zwar gerne nachgerückt, aber wir brauchen ihn hier, damit der Spieler hier nicht einfach durchrennen kann, weil der Ogre ja nicht blockiert diese Runde. Und du kannst dich wiederum einfach hier mit zustellen zum Unterstützen. Wobei, ah, das war nicht so klug. Mist, dann kann, wohl doch, ist okay, ist okay. Und dann Rundenende. Wollen wir mal sehen, was da draus, was ist das denn? Was ist das denn? Was habe ich da übersehen? Ist das ein Zauber oder was? Ja, ich befürchte, er hat gerade einen Zauber eingesetzt. Das ist natürlich frech. Und das, was mir mein MA müsste, glaube ich, Bewegungsreichweite sein, reduziert. Das ist natürlich nicht so nett. Und jetzt muss ich hier abfangen. Ja, probieren wir es mit dem. Aber er hat den Pass schon vermasselt, das ist gut. Jetzt wollen wir mal kurz sehen. Ja, der Effekt scheint vorbei zu sein wieder. Ich kenne mich mit den Zaubern hier aber nicht so aus, dass ich sagen könnte, was genau das war. Niemand muss bei uns aufstehen. Das ist gut. Du möchtest auf jeden Fall dich wieder vor ihn stellen. Oder ist mein MA noch, also meine Bewegungsreichweite reduziert? Das kann gut sein.
Und du möchtest, glaube ich, hier unten mal direkt helfen, dass wir den Kollegen hier einen auf die Kauleiste geben. Ist nicht so schön, aber sorgt dafür, dass wir da mit zwei Spielern an ihm dran stehen. Und jetzt überlege ich gerade, ob ich mich nicht sogar hinstellen kann und mir den Ball schnappen könnte. Ob das was bringt, ist was anderes. Aber es wäre, glaube ich, machbar. Erstmal hauen wir hier rein. Oh ja, das ist jemand, der zu Boden geht. Das ist schön. Und wir drängen dich, glaube ich, weg. Bist du schon mal aus dem Rennen erstmal raus? Und der geht zumindest zu Boden. Wir hätten hier noch jemanden, der unterstützen könnte. Kommst du da rein? Ja. Bringt uns das was? Nein. Dann könnten wir den im Zweifelsfall benutzen, um hier wieder zuzustellen. Ja, hier passe ich noch. Will ich eher langsam. Aber vorsichtig, dann nehme ich mal nur einen Würfel. Wenn ich hier zuhaue, haben wir gleich nur einen Spieler zum Angriff. Er hatte Blocken und Gewand. Er ist ein dämlicher Blitzer. Machen das mal so. Wir hauen den hier raus. Möchten, glaube ich, noch nicht hinterher, denn wir haben da genug dran stehen. Haben wir hier einen Feldspieler und einen Blitzer. Und ich glaube, ich möchte gerne mal den Blitzer erreichen, dass er einen Kill bekommt, denn der könnte die Punkte gebrauchen. Deswegen haust du dem hier mal auf die Leiste. Ja, möchte auf jeden Fall nachrücken. Und könnte versuchen, sich den Ball zu holen. Was wir jetzt auch einfach mal machen. Und wo kann er sich effektiv verteidigen? Ich glaube, er steht hier am besten. Da gehen wir zwar ein Stück nach hinten, haben aber hier Unterstützung ein bisschen drumherum. Und du hast ja genauso etwas, würde ich sehen. Haust den uns aus der Reihe. Da kann er nämlich noch hier hingehen, unterstützen. Wobei brauchen wir das da überhaupt? Hilft es uns, wenn er dort steht? Nicht wirklich. Wir machen es aber trotzdem mal. Es gehen damit einfach mal ein bisschen was und können dann zumindest diese Runde den Ball halt. Ich erwarte nicht, dass wir damit punkten können, aber ich hoffe, dass ich ihm das Spiel ein bisschen schwer mache, indem ich mir den Ball schnappe. Denn von so einem Blitzer den Ball abzunehmen ist jetzt auch nicht so einfach. Wenn er gerade gemerkt hat, dass ich mit dem Blitzer da drumherum auch schon so meine Probleme hatte, er möchte von da selber blitzen. Ja, okay, er schafft es mich umzuhauen, das ist schade, der Ball liegt gut für ihn. Und da kommt sein Spieler, der sich den Ball schnappen wird. Die Sau. Möchte passen. Möchte da unten hinpassen. Die Bewegungsreichweite-Bonus. Wir suchen das mal hier. Aber er hat schon den Pass vergeigt. Er hat auch den Pass vergeigt. Bringt uns wieder in die gleiche Situation wie gerade. Aber erst einmal muss sichergestellt werden, dass jeder Gegner hier blockiert ist. Deswegen stellen wir da noch jemanden vor. Und lassen hier jemanden aufstehen, bevor ich den vergesse. Und dann, wer soll ich hier zuerst wo zuhauen? Oh. Ich möchte gleich mit dem Oger anfangen, ja. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht besser. Damit haben wir das wohl vermasselt. Schade aber auch. Dann kann er sich jetzt frei den Ball holen. Das ist schlecht, da war ich wahrscheinlich wieder ein bisschen zu unvorsichtig. Er blitzt da weg. Läuft da hin und her, aber ich sehe noch keinen Passversuch. Ich kann mich mal wieder auf die schöne die schöne Verfolgungskamera schalten. Damit bekommt, was er da macht. Und da legt er sich auch wieder auf die Nase. Sehr komisch. Aber da jetzt die letzte Runde diesen Zug ist, gilt jetzt einfach noch mal ein bisschen versuchen, Schaden anzurichten, so wie immer dann. Und zwar, wer könnte denn so schön? Du könntest uns mal. Nein, das ist nicht so klug. Du kannst dich damit hinstellen. Dann kann er hier den Block versuchen. Und dann darfst du ruhig hinterhergehen. Tut ja nichts zur Sache. Und du haust den um. Sehr schön.
Hier sind wir überall ziemlich in der Unterzahl. Du darfst einfach mal hier unserem Werfer, glaube ich, helfen beim Blocken, weil da haben wir eigentlich ganz gute Chance. Oder hat der. Nee, hat der nicht. Ja, ist jetzt nicht toll, aber was soll's. So. Und du, Kollege. Ich glaube nur, weil wir es können, versuchen wir noch einen Blitz auf den Ballträger. Nämlich von hier oben. Dann haben wir auch ordentlich Unterstützung dabei. Und wir erzeugen einen Ausfall, das ist sehr schön. Und wir haben sogar den Ball gefangen. Wenn wir es nicht gefallen hätten, wäre das jetzt lästig gewesen, weil dann hätten wir. Ja, wäre das schon wieder vorbei gewesen. Er hat sich immerhin 2 Starspielerpunkte gesichert und dafür wollen wir hier rüberrennen. Jetzt können wir hier noch einzelne Würfe versuchen. Wobei ich glaube, du fängst dafür an. Ja, was soll's. Wobei wir hätten noch Wiederholungswurf einsetzen können. Ich habe ihn ja. Und verliere sie am Ende der Runde eh. Und dann darfst du hier einfach mal. Aber ist schon das beste Ergebnis, was wir erreichen konnten. Na komm. Möchte ich das probieren? Ich habe Blocken, ja. Mit beiden nicht blocken. Dann riskieren wir das einfach mal. Wir haben ja den Wiederholungswürfel. Nein, kein Wiederholungswürfel. Das Ergebnis gefällt mir, denn er geht auf jeden Fall zu Boden. Und dann ist Halbzeit. Wir sehen uns in der nächsten Halbzeit wieder, Leute.